Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 3. Immer noch auf dem Weg nach Rivet City, das wir aber, denke ich mal, in dieser Folge erreichen sollten. Hier haben wir allerdings noch eine Menge Banditen oder Raider rumlaufen. Gucken, wer wen zuerst findet. Solltest du auch haben. Passt schon. Können wir da durchschießen? Nein. Ich dreh dich gleich mal weg. Ich glaube, wir kommen hier aber ohne weiteres auch nicht durch. Nee, schade. Dann plündern wir erstmal. Wenn sich's lohnt. Ach, hier haben sie wohl scheinbar Motorräder zusammengeschraubt. Oder auseinander. Man weiß es nicht und irgendwer ballert auf uns. Wer tut denn hier Ballern tun? Ach, da oben ist so ein automatisches Geschützding. Blöd. Gucken, ob ich da ein bisschen näher ran kann. Möchte mich jetzt ungern aus der Ferne ausschalten. Ja, was die Sachen angeht, sind sie ja schon ganz ordentlich, die Raider. Dass sie halt ihre Essenssachen und die Getränke getrennt haben. Hier ist der Lagerraum. Altmetall, Kamera, Messer, eine Kiste. Immerhin Pfeile drin. Und da oben ist noch Munition. Da sage ich doch auch nicht nein. Wirklich sehr ordentlich hier, fällt mir gerade auf. Schuss für die Magnum ist gut. Red X. Buch. Ach ja, ja. Laber du nur. Mist. Ich glaube, ich muss langsam ein bisschen vorsichtiger mit den Dingern hier sein. Und notfalls auch mal. Oder haben wir noch wertvolle Zigaretten? Die Gleisnägel, die wollte ich noch mitnehmen. Was willst du denn? Ich sehe gerade unsere Kampfflinte ist so hinüber. Die hat man doch erst repariert. Komisch. Na, muss ich nochmal nachschauen. Ich wechsle jetzt aber noch wieder zum Sturmgewehr. Und guck mal, ob ich hier oben das Ding ausschalten kann. Genau, den Geschützturm. Der ist verkrüppelt, finde ich ganz lustig bei einem Geschützturm, aber wieso nicht? Der Raider hat auch was abgekriegt. Gut, das wäre weg. Der Raider ist auch weg. Na, so toll ist es jetzt aber nicht gelaufen. Ein Wechsel zurück, da waren wir glaube ich schon dran. Genau, die ist leer. Und hier auch Vorkriegsgeld, das nehme ich auch mal mit. Ich glaube, die Zigaretten wollte ich jetzt nicht, aber ist jetzt egal.
Hier haben wir noch einen Erste-Hilfe-Kasten. Blutpaket, Haarklammer, haben wir jetzt auch einige verbraucht. Stimpaks nehme ich gerne, super. Hier speichere ich und, na gut, die Geschützturmsteuerung hat sich jetzt gerade erledigt. Die ist nämlich hinüber. Von hier nehme ich die Munition mit. Dann schaue ich mal. Da haben sie wohl Mittag gegessen. So wie es aussieht. Wir müssen hier runter, wenn mich nicht alles täuscht. Hat jetzt ja doch noch länger gedauert, als ich eigentlich dachte. Hier mit dem ganzen Raider-Lager. Ich dachte, da sind wir schneller durch. Ich werde auch jetzt mal gerade wieder die Waffen wechseln. Und zwar auf die Magnum. Und dann noch schnell ein Stimpak einschmeißen. Oder zwei. Gut, durchgeladen ist sie. Ist immer blöd, wenn man in eine Schießerei kommt und die Waffe erstmal nachladen muss. Das sieht aber auch geckig aus, wie so ein Gesicht. Hat was von irgendeinem Anime. Schon putze ich die ganzen Autos hier. Das hier ist dann, glaube ich, ist die Bibliothek, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann haben wir die jetzt auch mal offiziell entdeckt. Natürlich gespeichert. Gut. Dann ist es jetzt auch nicht mehr weit bis zu Rivet City. Aber bis nach Rivet City. Das ist, glaube ich, der korrektere Ausdruck. Ich glaube, hier ging es noch runter. Je, was ist denn hier los? Direkt mal angegriffen, so ein Wachbot und ein Raider oder was das war. Mist, da war ich jetzt etwas zu langsam. Und da hat es uns zerlegt. Aber da sehen wir mal unsere Kampfrüstung von außen, oder beziehungsweise wie die aussieht. Okay, mir wollen nicht selbst hier vorsichtiger sein. Ich nehme dann doch nochmal ein Stimpak. Dass wir einigermaßen ausgerüstet sind. Jetzt wissen wir, was dahinter auf uns wartet. Ich gehe wieder in Schleichmodus, speichere hier nochmal ab. Gucken, ob wir den irgendwie aus dem Hinterhalt überraschen können. Da ist der Wachbot. Ich möchte zuerst den mit dem Raketenwerfer ausschalten. Der schießt jetzt auch gerade. Der Wachbot macht, glaube ich, auch gar nicht mal so wenig Schaden. Da gehe ich erstmal in Deckung. Aber zum Glück ist der Typ jetzt erstmal entwaffnet. Kommt auch direkt angelaufen. Gut, dann darf der in unsere... Was geben wir ihm immer? Ja, komm, der kriegt eine Ladung Sturmgewehr ab. Oder obwohl, wir haben ja eigentlich auch hier die hier unsere Maschinenpistole auch lange nicht mehr verwendet. Nehmen wir die. Was war das denn jetzt? Hat er uns so übel zugesetzt? Boah. Gut, dann nochmal. Ich überlege auch echt gerade. So, damit wäre der entwaffnet. Die machen auch überhaupt keinen Schaden. So, jetzt. Aus nächster Nähe ging's dann. Der Bot kommt, dem werde ich mal
einen vorm Bug schießen mit unserem Fatman. Boah, der macht richtig Schaden. Zack, Schuss auf den Rumpf. Damit ist der Wachbot erledigt. Ich wechsle wieder zurück auf die Maschinenpistole. Wir haben ein Level-Up. Sehr schön. Kronkorken. Yam-Yam-Teufelseier. Lecker. Werden aber noch beschossen, merke ich gerade. Ja, da hinten kommt Verstärkung. Okay. Also doch nochmal wechseln. Wo schießt der eigentlich hin? Na gut, der schießt uns genau in den Kopf. Meine Güte, jetzt hänge ich da doch länger als geplant. Die machen doch mehr Schaden, als ich erwartet hätte. Und setzen es ziemlich zu. So, neuer Versuch. Direkt auf den Raketenwerfer und dann einmal in den Kopf. Das habe ich auch noch daneben geschossen. Ist der jetzt erledigt? Ach, der danach. Boah, jetzt sind wir auch schon wieder so gut wie tot. Ja, noch ein Schuss hat gefehlt. Gibt's da nicht. Mal wieder eine Folge, wo wir am laufenden Band drauf gehen, bis ich da eine entsprechende Strategie rausgefunden habe. Ich baller die mit dem verdammten Fatman weg, so. Zumindest die da hinten, die da ankommen. So, einmal. Ah, der hat hier auch einen Sniper, deswegen hat er uns so gut getroffen. Das hat ja unglaublich viel gebracht. Dafür ist der jetzt weg. Das war nichts. Na, wir sind eh so gut wie tot. Null Trefferchance. Nee, komm, das bringt nichts. Das haben wir eh. Ich versuche den mal mit dem Gewehr wegzuschießen. Nein, versuche ich nicht. Ich glaube, das war's dann mit dem Vorhaben, diese Folge noch nach River City zu kommen. Wenn wir hier die ganze Zeit an diesen Söldnern hängen. Ich lasse den mal etwas rankommen. Der unterhält sich, glaube ich, mit dem Wachbot. Noch sind wir ja versteckt. Ich glaube, das ist hier zu dem Lager gelaufen. Dann ab auf den Raketenwerfer. Gut entwaffnet. Und ein Schuss in den Kopf. Du bist zuerst tot. Okay, das Ding fällt echt gleich auseinander. Bei dir nehme ich wieder den Fatman. Dann ist der auch so schnell wie möglich weg. Erstmal noch ein Stimpack. Zum Wohlfühlen. Den Fatman. Ich bin in Deckung, ja.
Super, da stehen sie alle auf einem Haufen. Wenn es gut läuft. Das hat gesessen. Und was war das jetzt? Mist, ist so gut gelaufen, die Runde. Na gut, dann wieder auf ein neues. Hier rüber. Anvisieren. Meine Güte, was steckt der denn weg? Der ist ganz schön fix unterwegs hier, der Sicherheitsbot. Na toll. So war das nicht geplant. Ach, da kommt von hinten kommt auch noch einer, sehe ich da gerade. Ich glaube, ich erledige jetzt erstmal den Bot. Dass der weg ist. Der schießt wie immer zu tief. Das war noch schlechter. Oh, der fliegt. Wird so irgendwie nix. Ich versuche es jetzt gerade mal noch einmal. Dann ist, glaube ich, auch schon wieder Zeit, die Folge zu beenden. Wir haben auch sonst nichts an durchschlagsfähigen Waffen. Das lief jetzt schon mal gut. Der wäre erledigt. Ich speichere nochmal. Da kommen jetzt die angescheißert. Ich wechsle auf den Fatman. Da kommt der Bot. Der kriegt einen Schuss ab. Der sitzt genau. So wollte ich das. Sieht auch immer noch sehr episch aus. Dann wechsle ich jetzt wieder schnell aufs Sturmgewehr. Wir haben Level Up. Scheinbar alle erledigt. Cool. Dann gehen wir jetzt... Kleine Waffen 5, Schleichen 6... Und da nochmal auf die Wissenschaft. Wohl, nee, Moment. Ich mache die von der Wissenschaft wieder runter und setze die auf Reparieren. Wieder auf intensives Training. Und auf die Intelligenz. So, dann hätten wir die auch quasi. Oder haben wir die Intelligenzpuppe schon gefunden? Weiß ich gar nicht, glaub schon. Super, haben wir es ja doch noch geschafft. Dann kann ich die Folge ja mit einem Erfolg beenden. Und dann gehen wir nächste... Na, doch, ja, ich denke nächste Folge dann nach Rivet City. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Und bis dann. Ciao, ciao.